Jan ist Maschinenführer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und verantwortlich für die Milchkühe. Markus, sein Chef, kümmert sich um kaufmännische Angelegenheiten und Entscheidungen. Monatlich tauschen sie sich über die Fütterung und den Zustand der Kühe aus. Markus fragt Jan, warum er so viel Zeit benötigt, um das Futter zu mischen. Außerdem ist ihm aufgefallen, dass die Beladepräzision in letzter Zeit sehr schlecht ist. Darüber hinaus hat er festgestellt, dass die Präzision am Ende des Futtertisches nicht mit dem Anfang übereinstimmt. Jan erklärt, dass der Mischwagen zu klein ist und er dadurch viele Mischungen herstellen muss. Das kostet viel Zeit. Und wenn er noch präziser arbeiten möchte, benötigt er dringend einen neuen Kollegen zur Unterstützung. Markus fragt Jan nach einer Lösung für das Problem. Jan schlägt sofort vor, ein neuer, größerer Mischwagen. Markus entgegnet, dass der alte Schlepper den neuen Mischwagen vermutlich im vollbeladenen Zustand nicht starten kann. Jan erwidert, dass er gehört hat, dass Silo King ein neues Getriebe für 2- und 3-Schneckenmischer entwickelt hat, das die Effizienz des Schleppers optimiert. Er ist überzeugt, dass dieses Getriebe einen geringeren Kraftbedarf am Zugschlepper zulässt. Das variable Getriebe schont außerdem durch ein reduziertes Anlaufdrehmoment die Zapfwellenkupplung des Traktors und regelt stets die perfekte Schneckengeschwindigkeit in 3 vordefinierten Bereichen. Für das Mischen, Schneiden und die Restentleerung. Insbesondere die perfekte Restentleerung erfolgt vom schonenden Anlauf bis hin zu einer Schneckendrehzahl von 55 Umdrehungen pro Minute. Das hält den Mischwagen hygienisch. Jan ist sicher, dass dies die Futteraufnahme der Tiere steigern wird. Der Übergang der verschiedenen Bereiche erfolgt ohne Ruckeln. Das Vario-Getriebe lässt sich auch vom Beladefahrzeug aus steuern. Außerdem soll der Schlepper Kraftstoff sparen, da er dank des Silo King Vario-Getriebes stets im optimalen Drehzahlbereich arbeitet. Markus überlegt einen Moment und sagt dann, Jan, das klingt nach einer durchdachten Lösung. Lass uns Kontakt mit Silo King aufnehmen.